Willkommen zurück zu meinem Let's Play Victoria 2. Wir sind noch immer mitten in unserem Zweiten Weltkrieg. Wir haben das Jahr 1904. Also nicht in unserem Zweiten Weltkrieg, sondern im Zweiten Weltkrieg. Das ist unser erster Weltkrieg, an dem wir teilnehmen. Und tatsächlich sind wir auch gerade dabei, ihn zu gewinnen. Wir haben den ersten unserer Gegner, nämlich die Schweiz, in der letzten Folge am Ende doch noch hinausgeworfen aus dem Krieg. Wir haben uns dafür die Ostschweiz zu Gemüte geführt. Ich habe mir das ganz kurz angeschaut. Die Ostschweiz hat ganz wunderschöne Fabriken. Die haben dort sogar eine Autofabrik und eine Treibstoffraffinerie. Das ist dort relativ sinnvoll sogar gebaut, im Gegensatz zu meinen Fabriken immer. Und sie haben dort etwa 200.000 Arbeiter, die darauf warten, in den Fabriken zu arbeiten. Ich weiß gar nicht, ob sich das ausgehen wird. Wahrscheinlich eher nicht. 1, 4, 5, 7, 11, 12. Boah, da werden ziemlich viele Arbeitslose bleiben. Ich hoffe, meine Kapitalisten werden sich darum kümmern, dass das bald nicht mehr so ist. Na gut. Ah, wobei. Ich habe ja die Radikalen, ich kann ja davon alleine schon erweitern, da brauche ich gar nicht die Kapitalisten dazu. Na gut. Außerdem, Belgien, Frankreich und Russland sind noch im Krieg gegen uns. Russland, wie ihr seht, zerfällt langsam, also da haben wir schon einen großen Teil gemeinsam mit den Osmanen erobert. Tatsächlich liefert sogar Deutschland einen gewissen Beitrag. Eher minimalst, aber das stört uns gar nicht, dass sie nur minimal sind. Dafür beschäftigen die nämlich die Franzosen hier, was ich okay finde. Und die Niederländer beschäftigen sich mit den Belgiern. Die Belgier sind dabei, ebenfalls bald auszuscheiden. Und ich habe mich jetzt gerade entschlossen, vorhin gegen Belgien noch einen Kriegsgrund hinzuzufügen, bevor sie ausscheiden. Und zwar habe ich mir, nein, haben wir gedacht, das freie Volk, wenn wir Wallonien nehmen, dann gründen wir die Wallonie. Bin mir nicht sicher, ob das klug ist, aber es kostet uns nur 2,4 Infamie. Das ist recht wenig. Es schmerzt die Belgier beträchtlich. Wir könnten aber auch. Das andere, was ich mir überlegt habe, wäre, sich Belgisch-Westmarokko zu nehmen. Das kostet zwar 3,3 Infamie, was mich ein bisschen ärgern würde, aber wir hätten dann dort auch eine Küstenprovinz. Ah, nee. Wir machen das freie Volk. Ich weiß nicht, ob Flandern funktionieren würde. Das ist nämlich ihre Hauptprovinz eigentlich. Ich weiß gar nicht, warum ich das als Angebot bekomme. Was würden sie dann als Hauptstadt haben, wenn Flandern ein eigenes Land wird? Würde Wallonie Belgien bleiben? Hm. Nein. Machen wir das mit der Wallonie. Das Problem bei der Wallonie ist, dass es noch nicht erobert. 47 Kriegspunkte würde das kosten. Ach so, warte mal. Was wäre denn das mit Flandern? Das würde 98 kosten. Nö, das machen wir auf keinen Fall. Wallonie könnte sich auch so ausgehen. Ohne dass man viel herum kehlen müssen. 47 Kriegspunkte. Dafür, dass wir Belgien aus dem Krieg raushauen. Haben wir das gegen Belgien schon vielleicht? Achso, wir können das jetzt noch nicht machen.
Ja, außerdem habe ich meine Truppen ein wenig umorganisiert. Ich greife da jetzt gleich mal die Grenze von Frankreich an. Während ich weiter gegen Russland Krieg führe. Ja, damit wir das besser schaffen, werden wir da anfangen, vor allem da. Noch das da zu erobern. Besançon, Kaunas, Mogi gewonnen. Weiter, weiter ins Landesinnere. Na, gehen wir da hier. Ist besser. Ja. Okay. Colmar, sehr gut. Wie schon gesagt, da diese Grenzprovinzen werden wir jetzt angreifen. Lyon gehe ich auch noch mit der Armee, die in Italien da gestanden ist. Außerdem lasse ich da drei Armeen im Hinterland stehen. Kassi. Sehr gut. So, hier bleibt es da. Hier geht es nach Kiew. Hier geht es nach Sitomir. In Freiburg angekommen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. In Lyon angekommen, in Mogilev angekommen. Wow, das sind noch immer 40.000 Russen. Das gibt's ja wohl nicht. Unfassbar. Habt ihr sie nicht mehr alle? So. Du gehst doch mal da hier. Sicherheitshalber. Bist da hier. Sehr gut, ihr erholt euch mal ein, zwei Runden. Also ein, zwei Monate. Minsk gewonnen. Ja, du bleibst einmal da stehen und wartest darauf, was diese 40.000 da machen. Oh, ihr seid schon erholt. Sehr gut. Dann geht ihr mal daher und kommt wieder zurück. Okay. Wir haben auch Liter gewonnen. Ja, das sind hauptsächlich, das sind nur Infanteristen, das sind irgendwelche Bauerntölpel. Wir könnten mit diesen 90.000 da angreifen. Ich weiß nicht, ist das sinnvoll? Gehen wir mal da hier. Und hier geht's da hier. Hier geht's da hier. Mal. Besser langsam vorgehen als selbst mal in eine Falle zu tappen.
Tschernigow. Ist gut. Okay. Gut. Wir sind angegriffen worden. Hier hinten. Na, sage ich nicht, ist doch sinnvoller, mal mit seinen Truppen hier zu bleiben. Bevor man irgendeinen sinnvollen, sinnlosen Blödsinn macht. Ist Litovsk. Da gehst du mal daher. Okay. Passt. Daher. Schauen wir mal, eigentlich müssten wir ihn dann. Nein, doch nicht, da drüben gibt es noch ein Gebiet. Aber nicht erobern. Ja, okay, du bleibst mal da. Da nicht mehr hier fliehen. Hey, wir haben in Dakla gegen irgendjemanden gewonnen. Wie auch immer. Mogilev. Was ist Mogilev? Da. Gehen wir weiter nach Vitebsk. Kassi. Schweiz hat die Leute abgegeben. Schickt die Leute wieder zurück in die Fabriken. Ist okay. Bleibst du mal da. Du bleibst auch da. Du gehst daher, du gehst daher. Dann haben wir dich eingekesselt. Maswingo. Okay. So. Ich würde fast sagen. Warte mal, Herd arbeiten. Militant sinkt, das ist gut. Schlacht von Balti haben wir gewonnen. Ja, das stört nicht, der geht hier wieder zurück. Der kann sogar bis Cherkassy gehen und du gehst dafür daher gleich. So, okay. So, na du wartest noch, bis wir den besiegt haben. Schlacht von Vilnius gewonnen. Mist. Ja, wurscht. Das wollten wir trotzdem mit denen zuerst sein, oder? Und 22, beide gleichzeitig. Ihr auch.
das Wurst ist eigentlich auch schon umzingelt. Du bleibst stehen. Und du gehst in der Zwischenzeit daher. Du gehst daher. Du gehst daher. Passt. Ha, Karibikinseln erobert. Meins, meins. Polotsk. Warte. Ja, der bleibt noch da, bis wir die besiegt haben. Okay. Polterer gewonnen. Noch immer. Okay. Riga. Wie schaut das aus da drüben mit Belgien? Ah, sehr gut. Die kümmern sich eh darum, dass die Belgier diese Gebiete verlieren. Belgien das Angebot schon annehmen. 62, 7 muss das Angebot nicht annehmen. Naja, das war abzusehen. Sie haben noch zwei mächtige Freunde an ihrer Seite, aber nicht mehr lange. Oh, warte mal, du gehst daher und du gehst daher. Sehe ich ja gerade, dass die können nach Minsk fliehen, nicht, dass sie das noch könnten. Nach dieser Schlacht. Wow, das sind schon wieder 39.000. Haben die nicht mehr alle? Das gibt's ja nicht. Wo nehmen die diese ganzen Truppen her? Das sind noch dazu Pferde und Artillerie auch dabei. Umf. Du gehst da nach Süden. Gehst da mal nach Kiew. Drauf, der flüchtet ihn immer mehr und selbst wenn er flüchtet, den gibt es nur mehr lang. Ja. Okay, wir verzichten auf das Ding. Vitebsk. So. Daher. Was da wie? Okay, vielleicht sollte ich die Dinger darüber schieben. Na gut, was haben wir da für Truppen noch? Und schon mal gut eigentlich noch. Backaufwärter. Gut. Passt auch. Passt auch.
Nikita. Okay, aber das ist wurscht, die sind fast fertig da mit der Belagerung. Schauen wir mal, ob da noch irgendwas läuft. Wieso so? Schauen. Gehen wir da Richtung Norden. Und jetzt einmal daher. So, das war gleich das letzte in Kijöa. Das heißt, wir haben dort die 23. Armee mittlerweile. Alles muss ja seine Richtigkeit haben. Mittlerweile leiden meine Truppen auch schon. Ihr seht das bei den gelben Leuten in meinen Armeen. Also perfekt sind die nicht mehr ausgerüstet. Wow. Held. Was für ein Held. Steb. Dietrich. Eisner. Naja. Berühmt werden die da alle nicht. Gibt es überhaupt keine gescheiten Truppen. Anführer mehr. Verteidigung plus 4. Entschuldigung. Ist so jetzt nicht wirklich wichtig. Ein weiterer Verteidiger, so an die West- oder an die Ostfront? Osten. Osten. Gehen wir nach Pinsk. Nein. Nach Kiew. Gehen wir bis nach Kiew. Nach Korosten. Gehen wir nach Korosten. Mist. Habe ich total vergessen. Wir haben ja da noch ein paar. Du gehst auch Richtung Norden. Und du gehst daher. Der Feigling. Gehst du mal daher. Passt. 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 Schauen wir mal, ob wir in dieser Folge auch Belgien noch raushauen können aus dem Krieg. Okay. Jo, angekommen. So, nun. Und militärischer Direktionismus, Repetiergewehr als nächstes. Yes. Nun. Okay, passt. Landung von Lyon gewonnen.
Wie schaut's aus, Belgien? Willst du den Frieden annehmen? Sie würden dieses Angebot nicht annehmen. Na gut, dann nicht. Beziehungen verbessern. Wir wollen ja schließlich, falls wir angegriffen werden, auch, dass sie uns unterstützen. Ja. Schwee. Bist du wahnsinnig? Okay. Straßburg angekommen. Küste von Amper. Auf nach Donat. Auf nach Panu. In Tscherkassy haben wir fast die gesamte russische Armee erledigt. Hier geht's nach. Autsch. Das tut weh. Ja. Leskau, Dorpat Panu. Naja. Wir stehen kurz vor St. Petersburg. Können wir es schaffen? Jo, wir schaffen es. Warte mal, da stehen ja zwei von mir. Einer davon geht weiter. Ist okay. So, Herrschaften. Diese Truppen ja auseinandernehmen. Gommel. Kursk. Auf nach Kursk. Wow. Tief bereits ins Herzen Russlands vorgearbeitet. Frankreich hat auch gerade fertig gemacht. 84.000, nein, Gott sei Dank gedankt. Ich habe gedacht, 84.000 Spanier. Das wäre doch etwas irritierend gewesen. So, Belgien, wie schaut das bei euch aus? Kampfzone. Wir hätten da, sie werden es nicht annehmen. Gebiete. Wenn wirklich 100% besetzt sind, na okay, da sind noch 4 Gebiete unbesetzt. Zu. So, da haben wir 100% Belgien besetzt. Dann noch Tindüf. Gut. Auf nach Backel.
Da Danny. Sicherheitshalber. Na, gehen wir nach Barkel. Was soll's? Nein. Da Danny. Die kann ich mit dem Schiff abholen im schlimmsten Fall. Komm schon. Nee. Na gut. Noch einen Admiral und danach werden wir, glaube ich, ins Bett gehen für heute. Ja. Frankreich ist auch dem Tode geweiht und das, obwohl Deutschland sich gerade in eine Rebellion flüchtet. Um ja nicht viel im Krieg tun zu müssen. Ja, wie schon gesagt, es war schon gut genug, was die Deutschen gemacht haben. Die haben da gegen Frankreich ziemlich was ins Feld geführt. Okay, meine Herrschaften, ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Abend. Schlaft gut und träumt was Schönes. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann.